euer Lieblingsaffe nochmal wieder zu State of Survival. Bei dem Sommerfrische Event gucken wir uns diesmal genauer den Laden an, denn der ist unterschiedlich zu berücksichtigen. Für Joiner oder Free-to-Play-Player sollten einen anderen Fokus legen als natürlich Big Spender bzw. Rally Leads. Daher gucken wir uns das mal gemeinsam an. Denn fangen wir mit den Joinern und Free-to-Play-Player an. Für euch ist einfach in der heutigen Zeit, so wie wir spielen, essentiell, dass eure Truppenqualität, also euer Truppenlevel, so stark und so hoch wie möglich ist und euer Behemoth. Das ist eure Aufgabe als Joiner. Natürlich sollte euer Flugzeug auch so stark wie möglich sein. Das ist aber da nur im Endeffekt die drei bzw. vier wirklich relevant sind. Das ist einmal vom Rally Lead, das sind die zwei stärksten Joiner-Flugzeuge, die wichtig sind. Das sollte stark sein. Daher ist der Bereich für euch das Wichtigste. Die roten Diamanten bzw. die Splitter, die Biobatterien, die Behemoth 1 Fragmente, also vom Affen. Dann könnt ihr euch mit den Kisten für die Flugzeuge auseinandersetzen, mit Plasma, Polyplasma und eben den Kisten, wo ihr das Ganze rausbekommt. Die neuen Geschichten wie die Gems hier, die Kristalle, nicht relevant für euch. Die Marschteile, nicht relevant für euch. Und auch wichtig für euch als Free-to-Play-Player, ihr habt jeden Tag die Chance, 100 Perlen zu bekommen. Durch das volle Segeln, da bekommt ihr pro Tag eben auch nochmal 50 Stück. Und beim Vorräte-Hamstern bekommt ihr eben auch diese 50 Stück. Das ist das Wichtigste. Eure Aufgabe als Joiner Free-to-Play-Player ist eben, eure Behemoths so stark wie möglich zu bekommen und eure Truppenqualität so gut wie möglich, so gut es eben geht, zu erhöhen. Bei den Rally Leads ist das nochmal ein bisschen was anderes, denn ihr habt hier eine Vielzahl an HQ-Skins. Wir wissen mittlerweile durch die Skin-Collection, also Skin-Sammlung im Deutschen, sind HQ-Skins wichtig geworden. Daher wichtig, es gibt hier ein paar, die geben euch diese Möglichkeit. Das ist der Turkey-Skin, das ist der Sakura-Skin, das ist der Golden Pavilion-Skin und das ist natürlich auch der Cyan-Krieger-Skin als auch der Sakura-Krieger, also im Endeffekt die rote Version. Hier auch wichtig zu betrachten, wenn ihr die Cyan-Krieger kauft, das ist der definitiv bessere Deal, denn für den ersten zahlt ihr 800 und wenn ihr zwei Stück habt, könnt ihr den roten entwickeln. Das heißt, für die Basisvariante plus die fortgeschrittene Variante zahlt ihr in Summe 2400. Wenn ihr nur den roten direkt kauft, zahlt ihr 2400 und verschwendet im Endeffekt 800 Perlen, sofern ihr nicht die sowieso schon habt und alles gleichzeitig leveln wollt. Das sind aber nur sehr wenige. Dazu muss man sagen, der Sommerparadies und der Sommerfrische Skin sind aktuell kein Teil der Skinsets und dementsprechend bringt es euch nicht, die ein zweites Mal zu kaufen, wenn ihr dafür aktuell was anderes kaufen könnt. Das ist in Bezug auf die Skin Collection. Natürlich könnt ihr hier auch noch March Skins kaufen. Ihr könnt diese Kisten kaufen, mit denen ihr die Statuen weiterleveln könnt. Ihr könnt die Belohnungskisten für den Rahmen nochmal kaufen. Damit natürlich auch eure Skinsets alle leveln. Ihr könnt für die zwei neuen Statuen, die es auch gibt, auch wiederum die Sachen kaufen. Das ist alles ganz nett. Aber was für euch als Rally Lead momentan super wichtig ist, sind eben diese besonderen Kisten, wo ihr auswählen könnt oder die Chance habt. Hier bei der, die für 45 Perlen, da habt ihr eben eine 50-50 Chance zwischen denen. Und bei der seltenen Kiste, da könnt ihr selbst entscheiden, was ihr braucht. Und dann gibt es hier noch die normale Kiste. Da bekommt ihr einfach die ganzen Sachen, die Standardgeschichten, Angriffs-, Verteidigung, Zustand und Tödlichkeit in einer Box mit gleicher Verteilung. Daher die oberen beiden sind die viel wichtigeren. Das ist das Wichtige für euch als Rally Lead. Ihr könnt euch noch die Kristalle natürlich holen, aber das sind definitiv für euch als Rally Lead die Dinger, die ihr holen sollt. Ich hoffe, ich kann euch damit helfen, das Beste für euch, für deinen Spielertyp da rauszuholen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Empfehlung findet, ob die für euch Sinn macht oder wo ihr sagt, nee, da habe ich völligen Humbug erzählt.